Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard und heute bekommt ihr meinen Eindruck zu Thumper für PSVR. Mein ausführliches Review zur PSVR-Brille ist auf meinem Kanal online. Hier ist jetzt auch ein Link, wenn ihr euch das anschauen möchtet. Da beschreibe ich detailliert, was die Brille so kann und was im Launch-Lineup so drin ist. Thumper ist ein Rhythmus-Game, ein Rhythmus-Action-Game. Die Entwickler beschreiben es tatsächlich als Rhythm-Violence-Game und ich würde sagen, das liegt gar nicht so fern von der Realität, denn das Spiel hat eine gewisse Heftigkeit. Man rast als so eine Art chromüberzogener Käfer durch das Universum. Das Ganze ist allgemein in Neon und Chrom gehalten, sieht sehr nach 80er Jahren aus. Im Hintergrund läuft ein drückender Industrial Track mit heftigen Drums und ihr müsst verschiedene Hindernisse bewältigen, bei denen ihr auf den Rhythmus im Takt unterschiedliche Tastenkombinationen benutzen müsst. Das Ganze ist im Prinzip eigentlich relativ simpel. Das einfachste Hindernis ist einfach ein Pad, auf dem ihr die X-Taste auf dem PS-Controller drückt. Euer Käfer öffnet dann seine Chromflügel, springt in die Luft und es gibt einen dumpfen Bass-Sound, der sich in den Track im Hintergrund integriert. Aber von dieser Mechanik ausgehend kommt tatsächlich in jedem Level was Neues dazu. Das Spiel hat Minibosse, die euch Hindernisse in den Weg stellen, die ihr tatsächlich richtig und im Takt treffen müsst, um weiterzukommen. Genauso hält es sich eben mit den Endbossen der einzelnen Levels. Ehe ihr euch versehen könnt, grindet ihr an chromfarbenen Wänden, springt über komische psychedelische Stacheln und ihr fliegt über ein Hindernis, landet auf einem Punkt und erzeugt einen Bassdrop damit. Dabei spielen die Sounds von den einzelnen Hindernissen, die ihr bewältigt, tatsächlich mit in den Track im Hintergrund rein und das Spiel wird immer schwerer und immer schneller, je mehr ihr in den Leveln vorankommt. Thumper ist ein Spiel mit einer simplen Mechanik, die es aber konsequent durchzieht und perfektioniert. Das Ganze hat einfach eine extrem krasse Atmosphäre. Vor allem in VR zieht euch das komplett rein. Der Track im Hintergrund wummert in eure Ohren mit 3D-Sound, um euch herum verschiedene surreale Konstrukte und Farben und ihr kommt quasi in so eine Art Zen-Modus. Man kann dann auch viel schneller reagieren, als man es eigentlich gedacht hätte. Man sieht am Ende kaum, wie die Hindernisse auf einen zufliegen, aber die subtilen Hinweise, was als nächstes auf euch zukommt im Track und auf der Strecke vor euch, sind sehr genial platziert und sorgen dafür, dass ihr komplett mit den simplen Mechaniken und der Spielwelt verschmelzen könnt. Aber Thumper ist ein wirklich hartes Spiel. Vor allem die späteren Level werden wirklich knackig. Das kann sogar ein bisschen frustrierend sein, vor allem wenn man eben ein Level angefangen hat. Das ist in einzelne Streckenabschnitte unterteilt und dann irgendwann später wieder weitermacht und eben nicht mehr so im Fluss drin ist, wie ich das vorhin beschrieben habe. Aber auch der knackige Schwierigkeitsgrad zusammen mit der ganzen Atmosphäre machen Thumper zum regelrechten Adrenalinrausch. Vor allen Dingen ist es ein typisches, ich probiere jetzt noch eine Runde Spiel und ehe man sich's versieht, hat man einfach eine ganze Stunde diese Brille aufgehabt und die Zeit komplett vergessen. Von allen VR-Spielen jetzt im Launch-Lineup der PSVR ist es das Spiel, wo ich tatsächlich am meisten einfach die Zeit um mich herum vergessen habe. Von mir gibt es für Thumper eine ganz klare Empfehlung. Das Spiel funktioniert auch außerhalb von VR, wird aber definitiv sehr stark davon bereichert. Wenn ihr nur irgendwas übrig habt für Rhythmusspiele oder Musik allgemein, für die Musiker unter euch, in Thumper gibt es einige total interessante Polyrhythmiken, dann solltet ihr definitiv Thumper mal anschauen. Vor allem ist es auch auf der PSVR Demo-Disc drauf. Da könnt ihr euch selber nochmal einen Eindruck verschaffen, wenn ihr euch das Headset besorgt habt. Also ich finde, das Spiel hat auf jeden Fall eine Menge Wiederspielwert dadurch, dass es eben so einen arcadigen Charakter hat. Das heißt Bestenliste und Punkte für perfektes Timing und so weiter. Und man sollte es eben im Launch-Lineup definitiv nicht übersehen. Das war mein kurzes Review zu Thumper. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das Video interessant war, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Weitere Reviews zu PSVR-Titeln kommen demnächst auf meinem Kanal. Ansonsten gibt es natürlich auch andere Tests und andere interessante Videos. Wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal rein. Das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!